Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich stelle mich doof. Nein, ich stelle mich nicht doof, ich bin doof. Ich habe wirklich alles abgesucht, war vollkommen verzweifelt, habe dann in die Lösung mal nachgeguckt und dachte mir, nein, ernsthaft. Ich dachte hier bei dieser kleinen Konsole oben, dass man da nochmal so einen Schlüssel bräuchte. Nein, das ist einfach nur ein Bestätigungsknopf. Und sowas. Also ich muss auch in eine ganz andere Richtung ziehen, den Hebel. Und zwar nicht nach unten, sondern ich kann auch nach oben. Ja, ich kann nach oben ziehen. Und dann geht das alles wunderbar. Yay. Ist das nicht schön? Warum habe ich nicht gesehen, dass man das oben auch machen kann? Ich blöde Kuh aber auch. Nochmal. Es kann nämlich gut sein, dass mit der Zeichnung. Also ich habe wirklich nicht weitergelesen, ne? Also ich weiß nur, dass man hier an der Konsole den Hebel zweimal nach oben betätigen soll. Wow, mehr weiß ich nicht. Aber es könnte gut sein, beziehungsweise, dass ich hier dann mit dem Knopf bestätigen soll. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Laut der Zeichnung war auf jeden Fall definitiv klar, dass irgendwas mit dem Bein zu tun haben muss. Und jetzt dachte ich gerade so, mit rüberziehen. Vielleicht ist das ja der die Aufziehmöglichkeit. Und jetzt nochmal zurück. Wieder. Oh. Das ging aber schnell, ne? Mit dem Aufziehen. Bin ich jetzt ganz erstaunt. Aber warum können wir dann unten in die Mine rein? Und warum ist da diese Tür, die verschlossen ist und so weiter und so fort? Irgendwie. Ich verstehe noch seltsam. Naja, vielleicht kommen wir ein zweites Mal hierher, kann ja auch sein. Jo, jedenfalls können wir jetzt rausgehen. Und weiterfahren. Sofern ich es wieder heißt, ja, wir brauchen ein bestimmtes Visum, um das und das passieren zu können oder jenes. Warum läuft sie selber? Ich habe keine Maus. Hallo? Ich habe immer noch keine Maus und sie steht da. Hallo? Ich weiß gerade nicht, was los ist. Oh, man kann pausieren. Oh, cool, gut zu wissen. Hallo? Nicht schön. Irgendwas muss anscheinend passieren, aber passiert nicht. So, versuchen wir es auf ein neues, runterzukommen. Also ich habe vorab gespeichert. Hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich hoffe es. Ah, jetzt. Hey, sieh da. Hey, wer war denn das? Wer ist das? Das ist nicht Oskar. Oh, weh, der hat irgendwie die Mammutpuppe oder die Klangwalzen oder sowas mitgenommen. Sonst kann der Zug nicht weiterfahren. Ich nehme an, dass es hier auch verschlossen sein wird. Oder? Die Tür ist. Ich werde. Ja, ich wusste es. Okay, dann gucken wir mal, ob was gestohlen worden ist und wenn ja, was. Oskar steht jedenfalls schon mal nicht mehr da. Ja? Kate, hörst du mich diesmal besser? Ja, ich höre dich sehr gut, Dan. Aber ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich habe es sehr eilig. Ich wollte mich entschuldigen. Ich gebe zu, ich war nicht sehr verständnisvoll das letzte Mal. Es tut mir leid und... In Ordnung. Lieb von dir, aber ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich bin dir nicht mehr böse, aber ich muss unbedingt hinter jemandem her. Aber Kate, es ist wichtig. Ich rufe dich zurück. Tut mir leid. Ja, echt mal stört er hier. Ja, wirklich hinterherrennen kannst du auch nicht. Mal davon abgesehen, ne? Mal gucken, was mir Oskar gleich sagen wird. Der ist 100 pro im Waggon hinten. Wenn er schon da vorne nicht steht und nicht zu sehen ist, denke ich mal, wird er hinten sein. Aber da hättest du ihn doch mal aufhalten können, denjenigen. Oder ist er im Nachhinein hingelaufen? Und dass wir es bemerkt haben. Nee, da steht nicht hier. Okay. Wo ist Oskar? Okay,
Okay, Mammutpuppe ist da, Dings ist da. Klangweizen sind da. Das wurde schon mal nicht gestohlen. Mein Gott, Oscar, Oscar, sagen Sie was. Okay, da liegt was auf dem Boden. Was? Oscar hat keine Hände mehr. Ach so, erstmal Mund befreien. Genau, stell dich einfach davor, damit wir nichts sehen davon. Das haben sie etwas blöd gemacht. Aber dafür können wir voll auf ihren Hintern gucken. Fühlen Sie sich nicht wohl? Das alles ist nicht zu ertragen, nicht zu beschreiben, nicht zu glauben. Man hat mich angegriffen. Was soll das heißen, man hat sie angegriffen? Meine Hände. Ich habe keine Hände mehr. Man hat sie mir geraubt. Oh mein Gott, Sie haben keine Hände mehr. Aber wer konnte so etwas tun? Was ist hier los? Eines ist sicher, Kate Walker. Diesen gemeinen Raub kann nur ein Unmensch verübt haben. Ein Individuum, das nicht den leisesten Hauch von Anstand besitzt. Haben Sie gesehen, wer Sie angegriffen hat? Was genau ist passiert? Nun ja, ich war hier und habe ein bisschen geputzt. Bei diesem Staub hier überall dachte ich mir, es könnte nicht schaden, wenn... Oscar. Ja. Ich war also sehr beschäftigt, als mich auf einmal zwei starke Arme von hinten griffen und mich fesselten, ohne dass ich mich verteidigen konnte. Ich wollte nach ihnen rufen, aber mein Angreifer hat mich geknebelt, noch bevor ich einen Laut hervorbringen konnte. Dann hat er mit seinen fürchterlichen Zangen meine Hände abgebaut. Es war schrecklich. Das will ich Ihnen gerne glauben, Oscar. Haben Sie ihn gesehen? Ein Unmensch, kann ich Ihnen sagen. Blutunterlaufene Augen, ein stählernes Gebiss, eine braune, schuppige Haut und ein ekelerregender Geruch. Ein Ungeheuer, Kate Walker. Ein bewaffnetes Ungeheuer. Beruhigen Sie sich, Oscar. Es wird alles wieder gut. Bewaffnet hört sich aber nicht gut an. Ich mach mich jetzt. Viel Glück, Kate. Ja, ich vergesse dich schon nicht. Oh je, Mine. Warum mussten sie denn jetzt seine Hände rauben? Es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Warum auch in den Koffer gucken, ob da was Nützliches drin sein könnte? Okay, was haben wir jetzt? Wir haben einen Metallschneider. Wird er uns in der Mine unten weiterhelfen? Ich weiß es nicht. Könnte er uns an der Tür weiterhelfen? Ich weiß es auch nicht. Verdammt. Ja, was versuche ich jetzt als erstes? Erstmal die Mine, denke ich. Weil die ist gerade am nahesten. Nächsten? Bei der bin ich schneller da. So. Das ist ja das Einzige, was wir gerade machen können mit dem. Nee, warte mal. Ich habe eine Idee. Wenn so ein Verbindungsteil fehlt, vielleicht einfach von dem... No. Das ist nicht nötig. Verdammt. Ich dachte, es könnte mir helfen. So einfach abkapseln, also abschneiden und dann ist das... Gut. Dann wäre das erledigt. Aber nein, ist es... Da ist noch was. Verdammt, das habe ich übersehen. Ja, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Toll, und du kannst nichts machen damit. Och, Mann. Ich dachte, du kannst dich näher ran. Ja, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Schön. Schön, dass du das so findest. Dass das so aussieht wie einer. Okay, hier finde ich also wieder nichts. Gucke ich jetzt mal bei der Tür, ob ich damit was anfangen kann. Sonst... Oh, dann stehe ich nach kurzer Zeit schon wieder auf den Schlauch. Eigentlich kann ich damit ja nichts machen. Die Tür... Ich werde wohl einen anderen Weg freien finden. Nein, wirst du nicht. Und weißt du warum? Weil du keinen finden wirst. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oben war ja auch nichts mehr. Das Einzige, womit ich was machen kann, ist bei der Tür rein, aber wahrscheinlich kann ich die nur von der anderen Seite her öffnen, weil es kommt ja kein Symbol, dass ich damit irgendwas machen könnte. Das Einzige, wo was kommt, ist hier. Kann ich da? Nein, kann ich natürlich auch nicht machen.
Beziehungsweise das unten... Ja, das ist jetzt nicht mehr nötig. Ist klar, aber... Wir können auch nur nach unten, aber unten ist ja auch nichts. Das ist nicht nötig. Ja, vor allem die Stange da hinten sieht auch so aus, als könnte ich die nehmen. Aber nein, natürlich nicht. Damit kann ich ja auch nichts machen. Ich will noch irgendwas. Irgendwas. Das funktioniert. Da fehlt das Teil halt. Das Teil klemmt. Hier ist aber auch nichts. Hier ist nur dieses Gitter. Ist da noch irgendwas? Da, das sieht aus. Ist ein und dasselbe. Toll. Dem kann ich natürlich auch nichts machen. Da, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Ja, schön für dich. Knaps das ab oder sonstiges. Hauptsache, wir können hier weg. Oh, ich habe schon wieder keine Ahnung. Das gefällt mir nicht. Man kann doch nicht so extrem auf den Schlauch stehen, oder? Ich gehe nochmal zu Oskar. Vielleicht habe ich da ja noch irgendwas übersehen. Mir kommt einfach gerade nichts in den Sinn, was ich dafür gebrauchen könnte. Also diesen Metallschneider, wofür... Ist doch ein Metallschneider, ne? Ja, Metallschneider. Wie geht es Ihnen, Oskar? Gut. Bis auf die Tatsache, dass ich weder Tee trinken, noch Zeitung lesen und schon gar nicht mich am Kinn kratzen kann. Danke für Ihre Fürsorge, Kate Walker. Ach, da fällt mir ein, ich habe gar nicht den Countdown gestartet, verdammt. Wissen Sie, ob Ihr Angreifer noch andere Dinge gestohlen hat? Als er meine Hände hatte, rannte er in aller Eile davon. Nun ja, das ist immerhin eine gute Nachricht. Der Zug ist intakt. Wie? Intakt? Ich bin der Fahrer dieses Zuges. Ich wurde für ihn entworfen und er für mich. Indem man mich sabotiert, sabotiert man auch die Lokomotive. Ohne mich kann sie nicht weiterfahren. Ach, könnten Sie mir nicht erklären, wie sie funktioniert? Das ist strengstens verboten, Kate Walker. Es gibt nur einen Lokführer, und der bin ich. Ich vermute im Übrigen, Sie haben weder einen Lokführerschein, noch eine Fahrererlaubnis, noch den Status eines Co-Piloten. Meinen Sie wirklich, es ist der Moment, sich jetzt auf Vorschriften zu versteifen? Vorschrift ist Vorschrift, Kate Walker. Wie alt war Ihr Angreifer Ihrer Meinung nach? Wie alt? Ungeheuer haben kein Alter. Bei seinem Anblick lief es mir kalt über die Zahnräder. Ich stelle ihn mir eher etwas älter vor. Ein Mann, der sich für Automaten interessiert, der sich hinreichend auskennt, um ihre Hände mit einer simplen Zange abzubauen. Ich fürchte, ich kann Ihnen dann nicht ganz folgen. Und wenn es Hans Vorarlberg war? Kate Walker, bei allem Respekt, den ich Ihnen zolle, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass diese Idee stupide ist. Hans Vorarlberg, mein Angreifer? Ein Vater, der sein eigenes Kind angreift? Ich bitte Sie. Außerdem, und ohne mich brüsten zu wollen, muss man schon ein gewisses Kaliber haben, um mich zu überwältigen. Hm. Sie haben wahrscheinlich recht, Oskar. Es tut mir leid. Ich bezweifle, selbst wenn Hans das wäre, der würde den Zug erkennen, er würde Oskar erkennen und sich eher freuen und so weiter und so fort, anstatt dort hinterrücks die Hände abzubauen. Können Sie mir nicht etwas mehr sagen, Oskar? Ich habe Ihnen alles gesagt, Kate Walker. Und ich möchte jetzt nicht mehr daran denken. Kommen Sie, Oskar. Wir werden uns umgehend auf die Suche nach dem Dieb machen. So einfach lassen wir uns nicht beeindrucken. Kate Walker, nicht, dass Sie denken, ich fühlte mich von dem Problem nicht betroffen. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gar nicht hierbleiben. Das ist sicherer. So kann ich den Zug bewachen. Natürlich finden Sie immer einen guten Grund, sich aus allem rauszuhalten. Aus fast allem, meine ich. Kate Walker, auch ein Automat verdient etwas Mitleid. Ich wurde gerade hinterhältig angegriffen. Meine körperliche Unversehrtheit wurde zerstört. Ich stehe kurz vor einem Zahnradzusammenbruch. Und noch dazu muss ich Ihre egoistischen Beschuldigungen ertragen. Ruhen Sie sich erst einmal aus, Oskar. Ohne Hände können Sie mir sowieso nicht viel helfen. Ich frage mich, wen wohl die Hände eines Automaten interessieren könnten. Ich muss zugeben, meine Hände sind kleine technologische Meisterwerke. Ich hänge sehr an Ihnen, Kate Walker. Ich flehe Sie an.
Bringen Sie sie mir so schnell wie möglich und intakt wieder zurück. Ich werde mein Bestes tun, Oscar. Wie Sie selbst sagen, ich bin mutig und intelligent. Vielen Dank, Kate Walker. Aber vor allem, seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, Oscar. Also gut, Kate hat mir also nicht geholfen. So, das Einzige, mit was wir handeln können, ist der Roboter. So an sich ja nichts. Wenn ich zweimal betätige, ja Dings. Ich betätige mal einmal und guck, was mir gerade auffällt. Im Punkto einmal betätigen, der geht ja ungefähr bis hierhin. Dann könnte ich ja vielleicht dort oben hin an dieses Teil. Das sah gerade so aus. Es wäre eine Möglichkeit. Weil die Leiter ist ja weg. Guck da, da, genau das da. Das habe ich vollkommen ignoriert. Aber jetzt, wo es hieß hier ein zweites Mal hin. Ja, man kann das auch überspringen. Ich glaube schon, ne? Tatsache. Es geht. Komm, spring rüber. Ist ja wohl ein leichtes. Jetzt mit dem Metallschneider. Tatsache. Oh, so Kleinigkeiten. Brauche ich eine Pause. Ich wollte ja schon beim letzten Mal eine Pause machen. Das hat mir nur... Also eine längere Pause eigentlich machen. Aber das hat mir keine Ruhe gelassen. Aber sonst komme ich hier nirgendwo hin, ne? Nee, gut, dann gehen wir rein. Dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um, so weit wie es geht. Gut, dass hier gar nichts ist. Außer weiterzulaufen. Da sind Handabdrücke. Hier sehe ich jetzt gerade gar nichts. Da vielleicht mal kurz reingucken? Nein, da sehe ich auch niemanden. Hier kann ich wohl nicht lang. Toll. Ach, jetzt kannst du das Regal angucken, klar. Jetzt geht das natürlich. Was ist das denn? Sieht komisch aus. Was ist das? Zündkerzenautomat. Ob mir das bei der Mine weiterhelfen wird? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls bei den Fenstern und so weiter kann ich ja nichts machen. Da komme ich nicht weiter. Da kann ich jetzt auch nichts mehr angucken. Ist jetzt das Einzige, was mir bleibt. Aber das habe ich schon öfters gesagt. Naja, ich werde jetzt jedenfalls einen Schnitt setzen, egal wie lang der Part jetzt geworden ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei der Mine dann. Und gucke ich dann, ob das da funktioniert oder nicht. Und ich mache jetzt erstmal eine längere Pause. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, eure Time.